Die Wassersprechstunde mit Wasserexperte Erich Meidert von Mr. Water. Ein Jungkiosmos ist eigentlich einfach aufgebaut. Da gibt es verschiedene Größen, 20, 10, 5, 1 Mikrometer. Es geht bis in den Nanometerbereich. Und diese verschiedenen Filterschichten absorbieren halt verschiedene Fremdstoffe, die da überhaupt nichts zu suchen haben. Kalk, Medikamentenrückstände, Hormone, Östrogene, Pflanzenschutzmittel etc. Die haben ja immer verschiedene Größen, verschiedene Porenformen, Eisen, Rost, Sand genauso. Also gibt es verschiedene Filteraufbauten. Am Ende kommt nur reinstes H2O raus. Mit Umkehrosmose kann man Wasser ganz gut entsalzen. Da gibt es riesen Anlagen in Spanien, auf der ganzen Welt. Die Araber alle haben riesen Umkehrosmoseanlagen. Ich bin jedes Jahr ja in Shanghai oder alle zwei Jahre auf Europas größter Messe der Aquatec in Amsterdam. Und da sieht man riesen Maschinen. Also unsere Umkehrosmose ist ja vielleicht 40 cm die Filter, aber die sind meterlang, die sind Monsteranlagen. Aber in Entsalzungsanlagen, da machen die ganzen Sommer die Staaten im Osten, die Araber vor allem und die Spanier, die entsalzen die Anlagen und haben dann perfektes Trinkwasser. Ja, die Stromkosten sind also im minimalsten Bereich. Also da sprechen wir mal von, ich glaube, ja, wir haben es mal ausgerechnet, im Jahr nicht mal 3-4 Euro, kommt natürlich darauf an, wie ist die Anlage aufgebaut, hat sie 3 Membrane, 4 Membrane oder ist sie auf Freefall-System, da braucht sie überhaupt nichts, aber grundsätzlich die Stromkosten von der normalen 0815 Osmoseanlage für die Familie und 0815 bedeutet in dem Preis zwischen 500 und 2.000, 3.000 Euro, da sprechen wir im Jahr vielleicht von 4 bis 8 Euro maximal. Es gibt ja tausenderlei Möglichkeiten, Wasser zu energetisieren. Wir bei uns von Mr. Water, das kann ich jetzt sagen, ich bin da umgezogen, hatte mein Wasser 9 Jahre gelagert, weil ich habe immer einen Wasservorrat, so 100 Liter sind bei mir immer vorrätig, weil ich weiß, gutes Wasser wird niemals schlecht werden. Und nach 9 Jahren habe ich das getestet, da hatte ich noch perfektes hexagonales Wasser. Wichtig ist natürlich, dass die Behälter sauber sind und dass es möglichst kühl und dunkel schon gelagert ist. Also ich kann nur meine Erfahrungswerte da sagen, aber das war noch perfekt. Und man sieht es ja auch, im Kölner Dom haben sie jetzt mal Wasser aus dem Jahr 1490 rausgezogen und das war auch noch in der perfekten Verfassung. Also gutes Wasser wird nicht schlecht. Also, es gibt ja Filteranlagen mit 30 Jahren Garantien. Das ist natürlich totaler Humbug, weil man muss natürlich auch eine Wasserfilteranlage pflegen. Und die 30 Jahre Garantien sind vielleicht auf ein Gehäuse, das kein Mensch braucht, ganz ehrlich. Aber wenn man sich im Detail anschaut, geht es nicht, weil es ja lebendig ist. Also fließt Wasser durch. Aber ich sehe es jetzt aus meiner Erfahrung so 15 Jahre auf alle Fälle. Sie wird auch noch länger halten. Die hält wirklich 30 Jahre. Aber du musst natürlich die Abwasserschläuche einmal wechseln. Du musst auf die Verbindungen schauen, weil das Wasser ist, hast ja warme Außentemperatur, kaltes Wasser dazu. Da gibt es immer Materialveränderungen durch die Temperaturschwankung. Aber ich sage so, 15 Jahre hält eine Filteranlage gut, wenn man sie richtig pflegt und alles austauscht. Nicht nur Filterwechsel ist zu wenig, aber so nach 6 Jahren einen richtigen Check durchzieht und einmal nochmal wie beim Auto so eine Runderneuerung hat, würde ich so auf 15 Jahre seriöserweise taxieren. Und dann hat sie einfach ihren Dienst erledigt. Das ist meine Erfahrung. Und man soll sich einfach die Garantien genau anschauen. Und die sind halt echt leider oft nichts Papier wert. Sie haben Fragen zum Thema Wasser, Trinkwasser, Mineralwasser oder Quellwasser? Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Frage an wassersprechstunde@mrwater.eu.